Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator auf der Waselmap. Und wie ihr gerade gesehen habt, ist endlich das Tor aufgegangen. Ja, es war jetzt eine kleine Pause vom Landwirtschaftssimulator. Einfach aus dem Grund, weil ich ein anderes Projekt auch vorbereite. Mal wieder ein Minecraft-Projekt. Wird ein Multiplayer sein. Und da brauchst du einfach ein bisschen Vorbereitung. Deshalb hatte ich in den letzten Tagen wenig Zeit, hier Landwirtschaftssimulator aufzunehmen. Aber das ändert sich jetzt wieder. Jetzt werden wieder regelmäßig Folgen kommen. Ich freue mich immer noch riesig über die Resonanz von euch. Ich bin gerade am Überlegen, wo ich eigentlich mit dem hier hin wollte. Ich habe keine Ahnung. Ich bringe mal erst nach Hause. Ja, und dann werden wir uns noch um ein weiteres Feld kümmern. Der ist einfach zu groß für das Dörfchen hier. Weil wir möchten natürlich auch heute nochmal ja, ein Lohnunternehmen starten. Ey, der LKW ist wirklich zu groß. Er ist zu lang. Deshalb hier steht auch lang LKW. Da müssen wir halt ein bisschen über den Grünstreifen fahren, aber das haben wir alles mit sorry, alles mit der Gemeinde abgeklärt. Ist alles in Ordnung. So, jetzt selbst wenn wir hier probieren, wir schaffen es nicht. Immer noch einen Blinker an? Nee. Sah nur so aus. So. Ist mal gut, dass wir hier ein neues Equipment haben. Ich stelle jetzt einfach mal hier ab, weil hier haben wir noch am meisten Platz. Möchte auch gerade mal schauen. Okay. Hier haben wir hinten die Deichsel dran, die Anhängerkupplung. Das war eine kluge Entscheidung. So, und dann gucken wir mal zu Feld 37. Was müssen wir hier tun? Säen. 138.000 kostet das Teil. Was sehen wir hier? Hoffentlich was Gutes. Die Sämaschine ist auch nice. Die haben wir, glaube ich, selber, oder? Ah ne, wir haben jetzt die Amazone. Stimmt ja. Gerste sehen wir hier. Und während ich hier unseren Preis vom Feld senke, ja, seid ihr wie immer in einer Timelapse mit dabei.
So, heute wollen wir mal richtig was schaffen. Und ich fange schon wieder an mit dem So. Gibt's gar nicht. 7700 plus 2000 haben wir verdient, also 9700. Das ist schon mal sehr gut. Dann gucken wir mal, welches Düngefass wir kriegen. Nehmen wir das hier. Und wir fahren Lamborghini. Den würde ich mir gerne mal genauer anschauen. Sieht ein bisschen aus wie ein Fendt, finde ich. Die modernen Fendts, die sehen so ähnlich aus. Wahrscheinlich werde ich jetzt die Lamborghini-Fans oder die Fendt-Fans verstören. Was haben wir denn hier? Was ist denn das hier? Das sind Knöpfe zur Bedienung. Ist ja krass. Wo kannst du denn von außen bedienen? Aufs Gewicht verzichten wir hier jetzt mal. Das brauchen wir eigentlich nicht. Deshalb, ja, lassen wir das einfach mal. Müssen wir uns erstmal auf die Breite einstellen. Aber das war eine gute Wahl. Und bis gleich. Ja, auch dieses Feld haben wir relativ flott hinter uns gebracht. 5000 Euro haben wir dafür gekriegt. Über ein bisschen mehr. Und mir ist sowas eingefallen. Stellt euch mal vor, wir haben gerade die Aussaat gemacht mit Gerste. Und danach haben wir Gülle draufgeschmissen. Ist er eigentlich relativ eklig, oder? Also ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich würde sagen, es ist eigentlich eklig, aber... eigentlich auch nicht, weil es ist ja ein Naturprodukt. Och nee. Was haben wir hier denn? Rüben. Na, das wird eine ganze Weile dauern. Aber dieses Feld will ich natürlich auch haben. Hallo, wo sind wir denn? Und deshalb, naja, müssen wir halt in den sauren Apfel beißen. Oh, was ein krasser Vollernter. Oh, wir haben keine Zeit, gell? Muss ich dran denken. Ein Holmer. Exakt. Ne, Terrados T440. Ein Vollernter für, ich habe keine Ahnung. Aber der ist riesig. Na, dann rein damit. Oi, oi, oi. Das wird eine Aufgabe. Na, dann gucken wir mal. Ich nehme mal an, den müssen wir aufklappen. Und dann müssen wir vorne auf absenken. Oh. Oh, der fährt aber schnell. Oh. Verdammt. Ich hoffe mal, dass wir hier genug Platz haben. So. Und dann Timelapse ab. Oh nein. Irgendwie macht er gar nichts. Erntemaschine anschalten. Verdammt, wir haben das Feld zerstört. Oh, jetzt. Oh. Das ist ärgerlich.
Ich hoffe mal, dass wir dafür keinen Abzug kriegen. Ich habe mir gerade gedacht, hä? Warum passiert da oben rechts nichts? Warum haben wir keinen Feldfortschritt? Oh. Hoffentlich kostet uns das nicht am Ende zu viel Kohle. Na, hoffen wir mal. Also, weiter geht's. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Trotz diverser Widrigkeiten haben wir es geschafft, das Feld hier in Rekordzeit, würde ich fast sagen, abzuernten, weil wir hatten am Ende noch über 20 Minuten Zeit. Wobei ich am Anfang gedacht habe, oh nee, wir haben überhaupt keine Zeit. Wir haben keine Zeit, um durchzuatmen. Und dann hat zwischendrin noch mein Aufnahmeprogramm OCam rumgesponnen. Ich weiß gar nicht, was los ist. Auf jeden Fall, unser Bauer ist zufrieden, gibt uns 21.000 und einen Zeitbonus von 6.000. Das kann sich sehen lassen. Und dann gucken wir mal. Oh, schon wieder Güllen. Aber da hätte ich jetzt gern das große Fass. Gibt's aber nicht. Ja, ich mache das hier immer, um eben andere Kombinationen zu kriegen. Das hier ist das Beste. Dann müssen wir ein Masse Ferrisun nehmen. Masse. Ja. Nimm das Gewicht mal mit, weil dann steht es uns nicht im Wege rum. Eine Masse, ja. Es war als Kind immer so ein Objekt, was ich sehr gemocht habe, weil unsere Nachbarn so einen hatten. Masai Ferguson. So, das wird jetzt auch eine Weile dauern. Das Feld ist nämlich ein bisschen größer wie das andere. Aber wir sehen uns gleich wieder.